Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1. Ja, liebe Leute, es ist schon eine Weile her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Wir haben heute den 14. August 2015, um jetzt kurz vor 15 Uhr, nachmittags natürlich, ist klar. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Das letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir den drei Kiddies hier Furcht, Angst und Schrecken in den Hintern getreten haben. Und wir haben den Hebel hier schon aktiviert. Das ist sehr schön. Also es tut mir leid, liebe Leute, falls ihr jetzt sagt, oh, wieso musst du doch noch wissen. Ja, für mich ist es eben halt schon eine Weile her. Und ja, bevor ihr habt euch sicherlich auch gefragt, warum ich nicht abgestürzt bin oder abstürzen wollte. Das werde ich euch jetzt zeigen. Das mache ich nämlich schon unfreiwilligerweise. Wir werden noch nicht gegen Oogie Boogie antreten, das wird aber noch kommen. Hui! Geil. Fängt gleich super an. So. Man könnte sagen, dass es jetzt... Ja, es werden jetzt ein paar Trainingsparts erstmal kommen. Weil, an was ich mich noch klar erinnern kann, ist der Fail in der Arena des Olymps. Der mich immer noch extrem ärgert, gebe ich offen zu. Deswegen werden wir jetzt erstmal eine kleine Trainingseinheit hinlegen. Es könnte also sein, dass ich heute 3 Stunden aufnehme. Und ihr habt jetzt gesehen, wir sind aus einer sehr hohen Höhe runtergefallen. Sehr hohe Höhe ist auch eine schöne Aussage. Und ja, wir haben keinen Lebensabzug gekriegt. Wir haben gar nichts verloren, ehrlich zu sein. Wir sind jetzt hier und können jetzt frohen Mutes weiter voranschreiten, liebe Leute. Ich muss jetzt kurz mal meine Order City einblenden. So, ich will ja schließlich sehen, wie das aussieht. Ich hatte jetzt eine... Ach, da ist die wandelnde Badewanne. Einsteigen, ja. Wohin bringt die uns? Das weiß ich jetzt nämlich nicht, liebe Leute. Deswegen ist es jetzt eine kleine... Oh! Premiere für uns. Ja, cool. Die bringt uns wieder hoch. Das war jetzt aber eigentlich nicht meine Intention. Aber die Herzlosen nehmen wir gerne... ich sehe gerade, wir haben hier eine Stadt... Oh, wir haben hier eine Truhe vergessen. Skandalös. Die werden wir gleich mitnehmen, liebe Leute. So. Gut, die Herzlosen haben wir aus dem Weg geräumt. Ida, okay. Noch mehr Herzlose. Ja, kommt her, ihr Arschlöcher. Ich mach also was von Kai. Ah, eine High Potion. Ja, cool. Ah, die rote Potion, den roten Trio-Tag haben wir auch benutzt. Das ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das in der vergangenen Session gesagt habe, weil ich habe jetzt bisher auch nicht in die vergangenen Aufnahmen reingeguckt. Aber wenn wir nämlich Oogie Boogie fertig sind, gegen den werden wir 2 Kämpfe austragen, würden wir dieses Haus nämlich nicht mehr betreten können. Jedenfalls nicht mehr in der Struktur, in der es jetzt ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses rote Trio-Tag unbedingt vorher mitnehmen, weil danach wird es schwierig, da ranzukommen. So, wir räumen jetzt einfach mal die Herzlosen weg und dann denke ich auch mal, werden wir nachher noch Gefährten tauschen. Ich habe euch ja Jack Skellington noch nicht gezeigt, das weiß sie. Gerade wegen den Trio-Tags. Der Schattenlurch, auf was ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Und der Herzlose hier irrt durch den Fluss. Dann wollen wir den armen Kerl noch mal helfen. So, und tschüss. Ah, noch mehr so Schattenlurch, auf was. Ja, geil. So. Ich möchte mich übrigens bei den bisherigen Zuschauern bedanken, dass sie sich das angucken und auch liken und kommentieren. Also mit wen ich mitgekriegt habe, die ersten 12 Parts sind jetzt inzwischen freigegeben von Kingdom Hearts 1. Und ich habe mitgekriegt, dass zum Beispiel der Nermin mit dabei ist als Zuschauer. Liebe Grüße an dich, lieber Dark Turtle X. Dann ist auch noch der gute Corvus mit dabei als Zuschauer. Auch vielen Dank an dich, lieber Corvus, dass du zuschaust. Freut mich sehr. Und ja, wer noch mit dabei ist, eine neue Abonnentin von mir, ist die Sabrina Becker, die auf fleißig kommentiert. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und auch liebe Grüße an dich natürlich. Und auch an alle anderen Zuschauer, die vielleicht noch dazu zukommen sollten. Falls ihr euch nicht namentlich erwähnt fühlt, fühlt euch jetzt an dieser Stelle einfach mal gegrüßt. So, und jetzt werden wir mal diese Schatztruhe öffnen. Anti-Z-Gummi, ja, wie schön. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf.
Ja, ich bin ein bisschen geschädigt von meinem Let's Surprise Play Nummer 2 Medieval 1, weil ich dort mit Alex mal aufgenommen hatte und da hatte ich blöderweise die Bildschirmaufnahme nicht gestartet. Das war ein ganz toller Fail von mir. Und vielleicht denken manche von euch, Mensch, dieser Bereich kommt mir irgendwie bekannt vor. Könnte daran liegen, dass wir diesen Bereich auch schon betreten haben. Nämlich diesen hier. Das ist der Bereich vor Oogie Boogies Anwesen. Und hinter diesem geheimnisvollen Hügel, sag ich jetzt mal so, der sich für uns komischerweise immer ausfährt. Und wir haben hier gerade ein paar Probleme, würde ich mal sagen. Autsch! Wehrt euch! Jungs! Wenn wir schon im Training scheitern, wie sollen wir dann erst in der Arena des Olympus weiterkommen? Oh. Ja, immer schön Tech-Punkte mitnehmen, die sind nicht schlecht. So. Okay, den haben wir weggekickt. Was ich übrigens jetzt auch sehr interessant finde, ist, dass ich jetzt mindestens zwei YouTuber kenne, also zwei Let's Player, die jetzt demnächst Pokémon Let's Playen werden. Das finde ich total genial. Ich spiele Pokémon übrigens gerade privat. Kristall-Edition. Falls es einigen von euch nicht sagen sollte, erstmal Schande über euch. Und gehört der zweiten Generation an, ist sowas wie die gelbe Edition von der ersten Generation. Ich weiß nicht, bei der dritten wäre es glaube ich die Smaragd-Edition. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Und wieder so Schattenleuch auf Arsch, sie sind wieder da, yay. Ach, ich freue mich einfach wieder mal mit euch aufzunehmen, liebe Leute. Es wird auch einfach mal wieder Zeit. Weil momentan, ich weiß nicht, ihr habt das ja sicherlich mitgekriegt. Momentan gebe ich nämlich 2 Videos pro Tag frei für Kingdom Hearts, weil ich ja 40 Parts im Voraus aufgenommen habe. Ja, ihr hört richtig, 40 Parts. So. Das ist eine ganze Menge, muss ich dazu sagen. Aber, wie gesagt, von denen sind jetzt 12 Parts freigegeben. Also ihr werdet jetzt noch für... also 28 Parts stünden jetzt noch zur Verfügung. Das wären 14 Tage praktisch. Deswegen muss ich den Vorrat mal wieder ein bisschen aufstocken. Also wundert euch nicht, wenn diese Parts ausgestrahlt werden, könnte es wieder sein, dass wieder nur ein Video pro Tag kommt. Liegt dann aber nicht daran, weil ich keinen Bock habe, 2 pro Tag freizugeben, sondern weil der Vorrat wahrscheinlich ein bisschen geschmolzen ist. Und weil ich im September wahrscheinlich nochmal beim Vampire Girl 3672 bin. In Oldenburg. Na komm schon. So, jetzt sind wir schon wieder unten. Wir kriechen immer so gerne nach unten. So. An diese Truhe kommen wir leider noch nicht ran. Dafür brauchen wir nämlich ein weiteres Gruppen-Ability, das wir noch nicht haben. Okay. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, wir werden nochmal ordentlich trainieren müssen. Also es könnte jetzt sein, dass 1 oder 2 Parts optional sind aufgrund von Training. Aber ich wollte euch ja auch nochmal die Fähigkeiten von Jack zeigen. Also nicht von Jack, den Ritzenmeister, sondern von Jack Skellington, der ja hier mit von der Partie ist, als vierter Gefährte. Wollte ich zuerst sagen, als vierter Offizieller. Ich bin ein bisschen Fußball geschädigt irgendwie, ich weiß nicht warum. Ah, komm schon. Komm schon her, du blöder Augenwerfer. Geht sowieso sehr geil, der Name Augenwerfer. Ich werfe mit meinem Auge auf. So, das sind wieder diese herzlosen Gargoyles. Super. Statt den Gargoyle zu schlagen, ja, ihr seht richtig, sie können sich in Rauch auflösen, sind dann auch in der Zeit leider unverwundbar für uns. So, und jetzt nehmen wir uns mal diese Mühe. Auch geil. Ich stehe vor ihm und er... guck mich einfach mal hin hier, ne? Ja, komm schon. Oh, wow, aua. Das ist der Autsch im Geistboden von den Gargoyles. Diese blauen Kugeln, falls ihr die gerade eben gesehen habt. Aber ich denke mal, weil die hat uns ja direkt erwischt. So, Maximum AP, ja geil. Für diejenigen, die die vorigen Parts nicht geguckt haben, mit drin reinschauen. Maximum AP, also AP steht für Aktionspunkte, die wir für Abilities brauchen. Aber ich denke mal, ihr habt die vorigen Parts gesehen und wisst es deswegen. Aber ich würde es nur noch mal erwähnt haben, falls neue Leute dazukommen und sich das mittendrin anschauen. Das wird es ja auch geben. So. Oh, die haben wir mal eben so abgewählt. Auch geil. Na, komm her, Gargoyle. Komm her. Sei ein braver Gargoyle. So. Und auf die Fresse. Jawohl, so muss das sein. Hier war noch einer. Den haben wir auch noch mal weg. Maximum AP für den Goofy. Sehr schön. So, wir schreiten nun weiter voran, liebe Leute.
Und auf, ihr seht ja, auf dem Fallballplatz ist wirklich eine Menge los. Aua, an Herzlosen. Jede Menge herzlosen Aktivitäten. Und ihr seht schon, wenn wir jetzt schon so viel Gesundheit verlieren, wo wir uns dann erst in der Arena des Olymps anstellen. Ja, ich hatte dann unglaublichen Rage-Part, ich weiß. Ich habe jetzt mein Mikro auch ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwie bei euch bemerkbar macht. Also nicht, dass ich zu leise bin, aber das werde ich ja sonst merken, wenn ich die Videos bearbeite. Was kann ich noch erzählen aktuell? Ja, wir haben eine Mega-Potion erhalten. Das so am Rande. Ich habe jetzt in den letzten Tagen bei drei verschiedenen Leuten drei verschiedene Aufnahmen gemacht. Beim Super Flash Crash war ich bei Crash Bandicoot dabei. Ich versaue jetzt nicht die Überraschung. Bei mit Corvus zusammen habe ich jetzt die zweite Staffel von Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East aufgenommen, also angefangen. Und ich verrate aber nicht, welche Völker wir spielen. Das solltet ihr ja selber herausfinden. Ich werde dann natürlich dann auch wieder, wenn es hochgeladen wird, eine Playlist davon erstellen, wie es auch in der ersten Staffel der Fall war. Und dann war ich auch noch beim guten Nanny zu Gast. Und zwar bei einem Spiel, das ich als Kind sehr geliebt habe. Und, liebe Leute, es ist nicht für die Sony PlayStation, sondern für die Nintendo 64. Projekt werde ich aber noch nicht verraten. Schaut es euch einfach mal an, wenn der gute Nanny es hochgeladen hat. Das lohnt sich sehr auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht werde ich auch noch das ganze Projekt über bei ihm zu Gast sein. Oder auch noch ein paar weitere Sessions. Ich weiß es noch nicht genau. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie ich das zeitlich hinkriege. Weil ich muss schon auch nebenbei noch arbeiten gehen. Ist klar. So. Ich habe übrigens heute einen freien Tag, liebe Leute, falls euch das interessiert, aber wahrscheinlich nicht. Ihr wollt ja nur sehen, wie ich zocke und wie ich weiter voranschreite. Ist klar. Wir gehen jetzt zum Ort des Sarges, oder wie man ihn auch nennt, den Friedhof. Und jetzt habe ich gerade vergessen, im Laboratorium ist ja ein Speicherpunkt. Da werden wir gleich nochmal hingehen, damit wir dort unsere Gefährten tauschen können. Ich denke mal, dass ich dann von Goofy auf Jack wechseln werde. Damit ihr auch mal die Fähigkeiten von Jack bewundern dürft. In diesem optionalen Part. Das ist auch ganz toll. So, okay. Also ihr seht, wir kriegen hier wirklich gute Punkte. Das ist für uns durchaus auch ein Vorteil für das Training. So. Na, komm schon. Gehst du jetzt drauf, Mensch? So. Na, komm schon. Autsch. Ja, so kann man auch Punkte sammeln. Oh, Maximum MP für Donald. Magiepunkte. Und er hat den Charmeur gelernt, der alte Charmeur. Na, sowas. Passt ja. So, und bevor wir jetzt weitergehen werden, weiter voranschreiten werden, liebe Leute, ihr wisst Bescheid, werde ich nochmal zum Fallballplatz zurückkehren, damit wir nochmal unsere Gefährten tauschen können. Bevor ich das nämlich wieder vergesse. Ihr seht, ich vergesse auch gerne mal Sachen. So, Laboreingang. Genau, da müssen wir hin. Ich glaube, ich habe jetzt auch soweit alle Triotechs hier mitgenommen, die wir bisher mitnehmen können. Ich hatte ja gesagt, dass ich nochmal in alle Welten zurückkehre, sobald ich das letzte Triotech anwenden kann. Das ist kein Speicherpunkt. Wieso ist hier kein Speicherpunkt? Scheiße. Grrr. Verdammt. Falsche Information. Okay, dann müssen wir nochmal vor den Platz gehen, wo wir ursprünglich in dieser Welt angekommen sind. Reden schwer. So. Ich finde übrigens, das Design dieser Welt ist sehr genial. Also, ich muss ja zu meiner Schande sagen, dass ich die Filme selber nicht kenne mit Jack Skellington und seinen Freunden. Schande über mich, ich weiß. So, speichern, Gruppe, Goofy gegen Jack. Ihr seht, Jack ist ein Riese, also es sieht so aus, als wäre der 2 Meter etwas groß. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Kerl ist. Aber auf jeden Fall werden wir ihn jetzt im Kampf erleben. Alle seine Abilities sind ausgestattet. Weil, liebe Leute, das sage ich euch jetzt deswegen, in Teil 2 gibt es nämlich den Hang, da müssen wir nämlich mehrmals in die Welten zurückkehren. Und da passiert es nämlich, dass sie alle Abilities löschen. Und da muss man wirklich alle neu verteilen. Brutalo, ja. Starten wir mal aus bei Sora. Gut, und dann werden wir mal weiter voranschreiten, liebe Leute. Ihr wisst Bescheid. Die können wir nicht benutzen, okay. Also ich gehe jetzt alles nochmal ein bisschen in Ruhe durch. Wie gesagt, das ist ein optionaler Part. Und ich denke mal, der nachfolgende Part dürfte auch optional sein. Und danach werden wir uns, denke ich, okay. Danach
werden wir uns um Oogie Boogie kümmern. Mit Jack.